Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands 2. Ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt gehabt. Ich weiß nicht, welche Items. Ja, stimmt. Ich bin jetzt Level 4. Sprich mit dem Crimson Raider. Wird getan. Kammerjäger, komm rein. Ich komme mal, ne? Nachricht für dich dagelassen. Ja, danke. Bevor wir da angehen, gucken wir mal. Ja, 2000. Ach. Scheiß drauf. Wir kaufen nichts. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Ich hab ein Zuhause. Ja. Nehmen wir mal. Jetzt haben wir hier ein Zuhause unter Schlupf. Das ist jetzt unser Safe, wo wir Sachen drin lagern können. Ja, dankeschön. Du hast den Safe entdeckt. Benutze den Safe, um Objekte aufzubewahren, die du später noch einmal brauchen könntest. Aber nicht dauernd mit dir herumschleppen willst. Der Firehawk! Morgen den Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Fletch! Dr. Zed, du noch harm. Ja, der Typ. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass das ich kein richtiger Arzt bin. So, hast du auch was zusammen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Brustkorb nur noch eine klebrige Masse ist. Ja. Hey. Hey. Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Fast. Ein Stück Iridium? Verdammt. So, warte mal, wir haben gerade ein neues Item bekommen. Also hier, gekauft. Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt. Jetzt habe ich zwei Waffen. Ich kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ja, yeah, danke. Wir wollen jetzt nicht auf der Bock zu Clip-Trip. Happy, Snippeak. Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Ja. Schon was nehmen wir denn da? Nehmen wir. Eine Schnipper, ne? Waren wir eine Schnipper? Nehmen wir eine Schnipper, haben wir dann. Können wir schnippen. So. Wupp. Okay, ich sprich mit Tennis. Das machen wir mal direkt. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Insane! Eins mod, wuh! Ach ja, sprich mit Tennis. Ja. Komm her, Schnucki. Wissenschaftlicher Ergüss. Wieder, wenn du verarztet werden musst. Gut. Geh nach Frostburn Canyon. Das machen wir mal. Warte mal.
Ist das der Typ? Nee, das ist nicht der Typ. Ich suche mal nach diesem Easter Egg Guide. Guide. Der halt eine gute Waffe gibt. Du bist es nicht, nee. Bist du hier irgendwo? Nein. Nein, auch nicht. Bist du auch nicht. Daisy. Nein, bist du auch nicht. Ah, Moment, ne? Der Typ kann auch hier drin sein, glaube ich. Glaube ich, aber hier ist er nicht drin. Ja. Ist er da oben? Nö, ist es nicht. Okay, dann gehen wir mal den Firehawk jagen. Wenn man nicht gerade gegen jede Wand läuft. Also ich schaue, dass ich jetzt etwas mehr Borderlands aufnehmen kann. Ich habe auch meinen neuen PC bekommen. Läuft jetzt alles flüssiger. Okay, in der Aufnahme sieht das jetzt nicht so aus. Also in OBS. In dem Schaufenster sieht es jetzt nicht so aus in OBS. Da sieht so aus, als ob es noch ein bisschen laggt. Aber das ist, glaube ich, nicht so wild. Bup. Fahrzeug spawnen. Auf. Woo! Bester Fahrer EU West. Oh Kacke. Wow. Ach, geht aber knapp. Ja. Okay. So knapp. Die kann man nicht so töten. Aber man nicht Schrotze. Aha, Kacke. Ah, ich bin auch der beste Schütze, ne? Ja, komm! Tot! Spaten, Alter! Oh, Batz. Ich mache mal kurz eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Hab gerade eine Meldung bekommen. Die war irgendwie lästig. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus, Kammerjäger. Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Ja, okay. Ja komm, lad schneller nach. Sehr schön. Putz, weg mit euch. Hier ist kein Kaffeekränzchen. Hier wird nur rumgeballert. Das ist ungewöhnlich.
Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert. Aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so, Bloodshots! Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegt. Der Firehawk wird an seinen eigenen Fäkalien. Alter. Der wird an seinen eigenen Fäkalien ersticken. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich kann zielen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da geht doch. Ernsthaft, der war drauf. So. Dann wird er mal alles mit. Dann war auch hier alles mit. Putz. Putz, putz, putz. Ich hoffe, meine Stimme ist laut genug oder so, dann muss ich die. Wenn nicht, muss ich das alles nochmal neu machen, also die Einstellungen richtig machen. Oder Bodo lehnt einfach leiser. Dann verkloppe ich dich halt. Spatne. Ach, nicht nachgeladen. Bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Sieh mich an, wenn ich auf dich losgehe. Burn, Motherfucker, burn! Wenn sie in die andere Richtung. So, und tot. Ja. Das ist schön gemacht, Cage. Gage. Nicht Cage. Nicolas Cage. Dann kommt der nächste. CPU wird stark beansprucht durch Borderlands 2. Ach scheiße, ich brauch mehr RAM. Hab einen komplett neuen PC. Neue Teile, neues Gehäuse. Ich hatte Probleme. Also ich hab den auch selber zusammengebaut und das war keine gute Entscheidung, denn ich hab jetzt bekommen, dass ich selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk nicht dumm bin. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Ja, ich war halt ziemlich dumm beim Zusammenbasteln meines PCs. Weil ein paar Kabel waren nicht richtig drin. Ich hab damals nachgeguckt, war der Meinung, die waren richtig drin. Der PC ging an, aber fuhr nicht hoch, also beides hat sich nicht geöffnet und also konnte ich auch nicht öffnen. War halt harter Meinung, war alles richtig. Kabel waren halt auch richtig drin, also an den richtigen Plätzen, halt nur nicht feste drin. Was richtig belastend war. Ah, fuck, warum? Dann war halt der Prozessor nicht richtig drauf gesockelt. Was ich auch nicht verstehen konnte. Wenn er nicht richtig drauf gewesen wäre, wäre er halt losgegangen. Also wäre er abgefallen.
Hab's ja mehrmals ausprobiert, hab mehrmals dran gerüttelt. Und dann hatte ich den PC weggeschickt für eine Analyse. Und die Analyse hat 60 Euro gekostet. Ach Scheiße. Und die haben ja halt nicht nur die Analyse gemacht, sondern haben halt auch die Sachen richtig platziert und festgemacht. Gott sei Dank. Dann habe ich gar geguckt, der PC ging an. BIOS konnte ich öffnen. Man wollte Windows 7 installieren. Das war auch eine Sache. Windows 7, erstes Installationsfenster, konnte ich meine Maus nicht bewegen. Hab gegoogelt. Hab alle Sachen ausprobiert, die halt Leute vorgeschlagen haben im Netz. Und es hat immer noch nicht funktioniert. Es wurde gesagt, ja, du musst es im BIOS den USB-Port freigeben, auf Legacy stellen, all mögliches. Habe ich alles gemacht, ging trotzdem nicht. Da wurde noch gesagt, jo, du kannst eine PS2-Maus nehmen. Das ist keine Maus für die PS2, sondern die Maus heißt PS/2. Die haben einen runden Anschluss, diese Mäuse. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe nur ein externes Laufwerk auch noch. Da habe ich halt die Windows-CD reingeschmissen. Und ist mir halt sehr spät mit aufgefallen, dass ja auch das Laufwerk über Windows über USB läuft. Heißt, Windows schmiert halt, oder das Laufwerk schmiert halt ab beim Öffnen von Windows. Dann dachte ich mir, ach, kein Bock mehr, ich hab jetzt keinen Bock, mir jetzt eine Festplatte auf einen anderen PC zu machen und dort Windows zu laden. Ich habe einfach aus meinem alten PC die ganze Sache, die ganzen Festplatten rausgebaut und in meinen neuen PC reingebaut. Und so habe ich jetzt Windows 10 auf dem PC und bin halt dieses Problem umgangen, hatte halt zwei Tage lang, weil deprimiert zwei Tage lang wegen dem Shit. Weil ich habe halt alles probiert und es hat nichts geklappt. Ja. Jetzt habe ich mein PC. Jetzt läuft alles. Ich muss halt nur später noch den PIN für die Windows-Aktivierung machen. Da ich habe nämlich unten rechts, das seht ihr nicht, ein Wasserzeichen, wo drauf steht Windows aktivieren. Ja. Alles ein bisschen belastend. So, wir machen noch die Sache hier mit dem Firewalk und dann ist auch die Folge schon vorbei. Die Folge ist schon vorbei. Die Shotgun eigentlich besser. Ja. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Man sieht sich. Super. So, ja, du kannst doch mal. Du bist doch gut wie tot. AKA the Firehawk. Päckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, yeah, eine Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Aber natürlich, sexy Hexe Maxi. Lilith ist ganz schön willig. Oh, ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen soll ich. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ich geb's dir auch von hinten, Baby. Putz, diese Arschfalte. Danke sehr. Zieh dir mal was an, Mädel.
Oder zieh dir alles aus. Ah, diese Tätowierungen. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Attackiert. Wir sind hier drin. Auf sie! Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Gib mir was zum Blattmachen. Mädel, wofür brauchst du mich eigentlich? Du machst das doch alles alleine. Gage! Der buggt, wir... Oh. Besorg Munition, es ist noch nicht vorbei! Sie sind woanders reingekommen! Na? So. Verreckt. So ein braver Junge. Es klopft an der Tür. Jetzt ist Anarchie angesagt. Jo, wir machen das jetzt noch schnelle Welle fertig und dann mach ich die Tür auf. Na komm, hopp. Wo sind die? Da. Komm, wo bleibt jetzt der Badass da? Ah, 2 Stück sogar. Ey. Ah, scheiße. Und? Ja, super. So, kap. Mein Gast steht immer noch vor der Tür. Besser. Oh, noch besser. Tja, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Iridium? Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ich geb's dir auch von hinten, Baby. Ach, danke. Ja, komm mal rein. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend, dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Naja, da. Klassenmod, du hast einen Klassenmod erhalten. Klassenmods sind spezielle Objekte, die eine große Bandbreite an Charakterstatistiken positiv beeinflussen können. Seltener Klassenmod bringen auch Bonus. Sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still! Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Sorry, ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. So, damit verabschiede ich mich jetzt. Für heute. Bis denne. Und tschüss.